So, es geht weiter mit einer neuen Folge LSPDFR. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der nächsten Folge. Bis gleich. Ja, weiter geht's mit LSPDFR. Ja, ich würde sagen, wir sind ja wieder in Los Santos unterwegs, mitten in der City. Wollte mal hier alles mal ein bisschen was kontrollieren, was hier so abgeht. Vielleicht fahren wir auch einfach mal heute nach draußen auf die Autobahn. Da ist es ja auch immer wieder ganz witzig, was da so für Gestalten lang fahren. Ja, die letzte Folge kam jetzt etwas. Hilfe. Kam ja jetzt schon vor ein paar Tagen erst letztens und ich sehe, dass euch das immer noch am meisten gefällt. Deshalb werde ich das jetzt auch ein bisschen öfters machen und dafür andere Projekte beenden. Wie jetzt zum Beispiel Homefront. Davon habe ich zwar noch eine Folge, die werde ich auch hochladen. Ja, aber bis jetzt würde ich eher sagen, konzentriere ich mich auf LSPDFR, zeige da ein paar Mods und sowas, weil das auch ein sehr zeitaufwendiges Projekt ist. Und mir das mega viel Spaß macht. Ja, würde ich einfach mal sagen, dass wir oder dass ich mich darauf halt so einlasse. Klar, ihr könnt auch sagen, nee, du, hier, mach mal lieber was anderes, dann gucke ich mal und ne, aber bisher macht mir das eigentlich am meisten Spaß, die LSPDFR. Da das eine richtig geile Mod ist, wie schon gesagt, und ich helfe euch immer gerne. Falls ihr mal Probleme habt bei der Installation oder was, oder bei Mods oder sonstiges. Oh, da ist jetzt jemand hier feindlich. Was? Was macht denn der da? Alter! Halt, stopp. Wieso steigt der jetzt da ab? Was will der von mir? Ich fahre einfach mal weiter. So. Ne, Protection will ich aber heute nicht machen. Das dauert immer so verdammt lange. Ja, guck mal, da Motor-Vehicle Accident. Kann ich denn hier drehen? Da hinten kann ich drehen. So, Sirene aus. Ist ja kein wirklicher Notfall. Kommt, ist ja keiner in lebensbedrohlicher Lage, sage ich immer. Ja. So, ja, heute sind ziemlich viele Motorräder unterwegs. Merke ich gerade. Aber das Wetter sieht ja richtig geil aus. So, Jungs, ich muss mal hier gerade Geisterfahrer werden. Oh Gott, Hilfe. Alter! Ganz ruhig. Bleib einfach auf deiner Spur. So. Wieso rennt da oben einer weg? Alter, was ist hier denn passiert? Ja, Junge. What happened here? Okay. Der hat wohl nicht den anderen Fahrer gesehen. Aber der andere. Warte. Nein, ich will da nicht. Scheiße. Ich muss mal gerade den anderen Fahrer da befragen. Der will da abhauen. Sieht ganz so aus, als würde der Fahrer Flucht begehen. Ohne Auto. Soll es auch geben. Komm, lass mich mal. Ich pack schon mal den Elektroschocker aus. So, da ist er doch. Jo. Bleib mal stehen, ja? Ich glaube, ich habe dem gerade das Bein abgefahren. Oder angefangen. So. Was ist dein Problem, hä? A new stealing this car, it's for the bad idea. Ach so. So ist das also. Der hat. Hey, halt, stopp. Aua! Du sollst stehen bleiben, Penner. Komm schon. Hier, komm. Leg dich schon auf den Boden. Danke. So, erstmal festnehmen hier den Sack. Er hat wohl den Wagen gestohlen, der da unten kopfüber, hätte ich schon fast gesagt, auf dem im anderen Wagen reingebrettert ist. Ja. Gut. So. Okay, da hinten kommt schon die Verstärkung. Die nehmen den. Nein, hör auf! Nein, nicht in den Wagen! Halt, stopp! Ja, Madame, nimm den mal mit. Oh Gott, mega Standbild. Fucker. Halt, stopp, nein.
Oh, ich dachte schon, der steckt jetzt bei mir ab. Ja, komm. In der Zeit kann ich mich um den da unten kümmern. Der sieht auch richtig geil aus, die Skyline von Los Santos. Das hat schon was, ja. So, bremsen! Oh, Gott. So. Ich würde sagen, hier rufe ich zwei Abschleppdienste. Aber erstmal gucken, was der eine sagt. Der ist ja nicht schuld, so gesehen, ne? Hätte von nichts eine Ahnung. Aber den hier lassen wir auf jeden Fall mal abschleppen. Oh, shit! Hey, das ist doch hier mein Smoke on the Water. Das ist doch hier vom... wie heißt denn hier der Schwarze? Von... Ach... Ja, ihr wisst schon, wen ich meine. Ja, der Typ da oben kann eigentlich wegfahren. Ja gut, ich kann ihm leider keine Entschädigung geben. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, ne? Ja. So. Szene ist klar, also... Der Einsatz ist beendet. Mal gucken, was hier sonst noch so abgeht auf den Straßen. Aufzeigen, Panic Button. Oh shit. Ne, noch schlimmer. Stolen Money Truck. Ja? Scheiß auf den Officer. Die fahren da oben mal rum, ne? So wie es aussieht, aber ich muss erstmal zu denen kommen. Das sind wohl zwei. Da ist es doch mal wichtig hier. Wie komme ich denn jetzt da? Scheiße, er war glaube ich gerade eben. Aber hier können wir auch. So, Jump! Oh, das war keine gute Idee. Oh. Kommt er in meine Richtung? Ja, perfekt. So gesehen direkt zu mir. Da ist er doch. Ah! Aber ein bisschen was Luftunterstützung, weil es hier nicht so einfach ist, ihn zu verfolgen. Ja. Ich bleib da mal hier oben, ne? Alter, was macht der? Hey! Du! Was ist das denn für einer? Halt, stopp! Dem spring ich jetzt voll rein. Au. Aber ich hab ihm seinen Reifen schon mal platt geschossen. Das ist ja schon mal was, ne? So, den zweiten Reifen habe ich glaube ich auch schon. Ja. So. Jetzt hat er bald keine Kontrolle mehr, der Sack. So, Jungs, haltet den auf. Ja. Sicher doch. So. Drei Reifen platt. Scheiße, scheiße, nein, nein, nein. Schön stehen bleiben. Komm. So muss das. Warum ist denn jetzt der Heli explodiert? Alter. Der Heli ist einfach so explodiert. Junge, habt ihr das gesehen? Ha! Ups. Sorry, Jungs. Das läuft ja einfach vors Auto. So, Navi weg. Nein, der verlässt mich nicht, der sagt. Na gut, vielleicht doch. Fürs Erste. Fürs Erste, dass ich den gehen. Aber jetzt habe ich gar keine Luftunterstützung mehr, ne? Das ist jetzt blöd. Ich kann mir ja theoretisch neu rufen. Aber ich denke, das schaffe ich auch so. Es sieht so aus, als wäre es einfach ein voll verwirrter Typ, der kein Auto hätte. Weil er sich gerade einen suchen will. Guck mal, da unten läuft er doch schon. Jetzt habe ich ihn. Oh Gott, ah, nicht drehen. Kanicke, weg da. Scheiße. Das war ja. Oh, das tut mir leid. Haben es Kanicke. So, die gute. So. Was geht denn mit der ab? Warum liegt sie auf dem Boden? Ich brauche auch dringend mal Verstärkung. Beziehungsweise. Ein Typ. Oder wir bringen die selber weg. Ja, komm, haben wir lange nicht mehr gemacht. Bring die mal selber weg hier. Komm. Steig ein. Das Gefängnis ist ja hier keine 10 Meter weit weg. So. To this next jail. Habe ich jetzt mal eine Route gesetzt.
Sirene können wir auch mal ausmachen. Oh, da war ein Hirsch oder was war das? Oh, komm schon! Oh! 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 Was geht denn hier ab? Jungs, kann ich euch helfen? Dann nehmen wir doch den direkt auch mit. Kann direkt mit ins Gefängnis. Hier, chill mal. Ups, sorry. So, ausbremsen. Oh, Rückwärtsgang. Gib Vollstoff. Steigt aus, super. Nee, 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 du bleibst schön stehen. Wow, der hat eine Waffe in der Hand. Wow. Schießt er sich gerade selbst in den Kopf oder was? Alter, der schießt. Ah, Junge. Ups. Ich glaube, das war's dann mit dem. Ah, was ist denn hier los? Ich muss eine Straßensperre machen. Halt, stopp. Do not cross, hier ist gerade... Hallo? Kann sie nicht das Schild lesen hier? Ja. Komm, Junge, verpiss dich mal da. Das Auto soll da durch. Was geht denn jetzt hier ab? Habe ich nicht gesagt, ich habe die Straße gesperrt? Was machen die hier? Ja, komm, ist gut. Oh Gott. So, hier muss man... Ein Krankenwagen bringt da wahrscheinlich nichts mehr, ne? Der überprüft wahrscheinlich den dann tot und gut ist. Ja, Jungs, jetzt chillt er mal. Ansonsten rufe ich einfach schon mal den Leichenbestatter. Den guten Bestatter hier. Da hinten kommt das schon. Jungs, könnt ihr denn... Aber in der Zeit kann ich schon mal. Mal sehen, ob die den Wagen ja auch abschleppen können. Jetzt bin ich ja hier in dieser verkackten Ansicht. So, mal sehen, was er hinkriegt. Jetzt sag nicht, die fahren wieder weg. Komm, beweg dich! Der Typ ist hier am Sterben und du trast da hinten rum. Ich räuchere den noch was ein und jetzt rennt er auch noch weg. Okay, ich glaube, bis jetzt ist er tot. Da wird er sicherlich nicht mehr aufstehen. Ja. Und ich glaube, die Straße hier muss ich echt mal wieder freimachen. Oh. So. Sonst kommt hier gar nichts durch. Niemand. Gar. Ach, scheißegal. Ich muss jetzt zu meinem Gefängnis weiter. Das müsste doch hier direkt da in der. Genau. Ist schon mittlerweile mehr Nacht. Wir haben nur eine Minute zu arbeiten. Und wir sind mal ausnahmsweise wieder mal nicht hungrig. Und unser Sprit ist, glaube ich, auch noch voll gut dabei. Ja, Mensch. Ich bin ein sparsamer Fahrer, so sage ich euch. So, hier. Nehmt ihn fest. Ach so, nee, warte mal. Muss ich ja raushauen, ne? Nein, du sollst nicht wieder einsteigen. Du sollst die olle Kuh mitnehmen. So. Ich will nicht hinten einsteigen. So, jetzt muss ich aber mal gucken, wo die gut hier hinkommt. Oh nein! Ja, egal. Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, ja. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch Spaß gemacht hat. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt, ne? Bis dann. Ciao.